Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen von Kompakt Magazin begrüßen. Mein Name ist Jürgen Elsässer und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir hatten vorgestern eine Veranstaltung zum Aschermittwoch in thüringischen Altenburg. Da waren 700 Leute, also ganz so viel sind es hier natürlich noch nicht. Aber das sind ja auch die östlichen Hochburgen des Patriotismus. Und umso besser, dass es hier auch standhafte Kämpfer gibt, die diesen Funken auch in den Westen tragen wollen. Vielen Dank dafür. Unsere Zeitung haben Sie beim Einlass bekommen. Die meisten von Ihnen haben ja Eintritt bezahlt. Abonnenten haben bei uns immer Eintritt frei. Das heißt, wenn Sie unser Blatt abonnieren und wir künftig noch häufiger was machen, was im Wahlkampf durchaus der Fall sein kann, dann kommen Sie immer gut bestückt die Zeitung nach Hause und können dann gratis rein. Die Podiumsgäste von heute Abend, erstmal vielen Dank für den Kreisverband, der das glänzend organisiert hat. Und dann natürlich Dank an die Podiumsgäste, Martin Ehrenner von Nordrhein-Westfalen, der Co-Landesvorsitzende. Und Armin Paul Hampel, sozusagen der Lokalmatador, Ihr Vorsitzender in Niedersachsen. Wir haben das Thema gegen Schulz und Mägel für die Einheit der AfD. Und ich darf zuerst Herrn Hampel bitten, bitte schön, feuerfrei. Moin! Schön, dass alle da sind. Schön, wieder hier zu sein in Nordheim. Langsam, glaube ich, könnten wir das Hotelzimmer, lieber Mike, auf Dauer buchen. Dann brauchen wir nicht so viele An- und Abmeldungen. Als meine Tochter die Tage unpässlich war, unser sogenanntes Mittelstück, also unsere mittlere Tochter, und kaum noch Stimme hatte, wie ihr Vater 2 Wochen zuvor, da dachte ich, Johanna, ist klar, du bleibst heute zu Hause. Und dann krächzte sie, nein, sie müsste in die Schule gehen. Und dann habe ich mich so an meine Schulzeit erinnert und fand das Verhalten sehr ungewöhnlich. Und sagte ihr dann, also Johanna, komm, du bist krank, das wollen dann deine Mitschüler auch nicht und deine Lehrer sowieso nicht, du bleibst jetzt zu Hause, wollte mal ein kerniges Vaterwort sprechen, worauf sie mit Empörung mir entgegenkrächzte, Papa, auch ich habe ein Recht auf Bildung. So verändern sich die Zeiten, liebe Freunde. Also wenn Kinder heute schon in diesem Lande um Bildung betteln müssen, dann muss es in diesem Lande verdammt viele Dinge geben, die falsch laufen, liebe Freunde. Das kann doch gar nicht anders sein. Und jetzt wollen wir ehrlich bleiben. Natürlich, das wissen Sie auch, haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten diese oder jene Querele in der AfD gehabt. Das ist so. Und ich sage immer, wir sind noch eine Partei im Werden und deswegen müssen wir uns erst zusammenraufen und vielleicht auch noch die Siebe kräftig schütteln, dass die Besten im Körbchen übrig bleiben, weil das im Werden einer Partei so angelegt ist. Man kann es auch zeitlich kaum beschleunigen. Und von daher sehe ich das mit einer gewissen Gelassenheit. Ich habe mal einen Film über eine Kläranlage gemacht, da weiß ich, die deutschen Kläranlagen haben 4 Reinigungsstufen. Die AfD hat die ersten 2 erfolgreich überwunden, liebe Freunde. Wir sind auf dem besten Wege, eine Volkspartei zu werden. Und dann rufe ich denen zu, die in den vielfältigsten Themen derzeit in deutschen Landen für die AfD unterwegs sind. Und ich sage das auch ganz klar. Liebe Freunde, wir haben uns am 14. April 2013 in Berlin zusammengefunden, um offiziell die Alternative für Deutschland zu gründen. Damals sind wir angetreten, weil wir erkannt haben, dass die Politik, wie sie seit vielen Jahren in Deutschland betrieben wird, dieses Land ruiniert und vor die Wand fährt. Und dann muss es unsere Aufgabe zuallererst sein, dass wir sagen, ab dem 14. April 2013 beginnt unsere Geschichte. Wir wollen die Zukunft Deutschlands gestalten, liebe Freunde. Und wir wollen nicht unbedingt die Vergangenheit wieder umschreiben. Denn die Themen liegen doch en masse, geradezu auf der Straße. Ja, sie fliegen uns fast wie gebratene Tauben in den Mund.
Das ist bedauerlich, der Ausdruck ist so schön, aber es ist trotzdem bedauerlich, denn so viel, wie in diesem Lande falsch läuft, habe ich in meinem beruflichen wie privaten Werdegang in den vergangenen 60 Jahren nicht erlebt. Und dann muss einem das doch zu denken geben, dass man, egal welches Thema man angreift und wo man hinguckt, dass man den Eindruck hat, das wird nicht nur nicht gut gemacht, nein, es wird schlecht gemacht oder gar nicht gemacht. Und dann erwähne ich immer wieder, dass das, was die Alternative für Deutschland bei den Bürgern dieses Landes am ehesten erreichen kann, ist, dass sie einen Prozess beschleunigt, unterstützt und mitträgt, der schon längst bei vielen Bürgern unseres Landes angefangen hat. Nämlich, dass sie das Vertrauen in die etablierten Parteien verloren haben. Das ist einer der Hauptgründe für viele Menschen in diesem Lande, AfD zu wählen. Es sind noch nicht wir alleine, es sind noch nicht Personen in der AfD. Es ist die Farbe Blau und die drei Buchstaben, Alternative für Deutschland. Das erkennen die Bürger mehr und mehr an und erkennen, dass sich damit vielleicht etwas in Deutschland ändern lässt, wo sie merken, das, was derzeit gemacht wird, funktioniert nicht mehr. Es gibt keine Patente, schon gar nicht, aber es gibt auch keine Gebrauchsanweisung. Es gibt vor allen Dingen keine Praktiker, die in der Lage sind, die Dinge, die bei uns falsch laufen, anzugehen oder gar zu ändern. Deswegen wird die Alternative für Deutschland gewählt. Und jetzt kommt eins hinzu. Ich nehme das mal als Beispiel, die deutschen Ministerien, die Bundesministerien, aber auch die Landesministerien. Sie lesen das immer wieder in Artikeln hier und dort, an sich in einem Nebensatz, dass zu diesem oder jenem Problem ein Wirtschaftsinstitut oder eine Unternehmensberatung hinzugezogen wurde. Fing übrigens an mit der Reform der Bundeswehr in den 90er Jahren. Da hat man Unternehmensberater herangezogen, um Reformen in der Bundeswehr möglich zu machen. Meine Damen und Herren, ich habe 30 Jahre meines Lebens Politik reportiert als Journalist. Ich weiß, dass wir in unserem Ministerium eine Vielzahl von Leuten haben, das sind gute deutsche Beamte, die ihr Handwerk verstehen, aber die natürlich als Beamte unpolitisch agieren. Und dann kommt die Politik und vertraut ihren eigenen Beamten nicht mehr. Und dann werden Unternehmensberater eingesetzt, die angeblich mehr wissen sollen als eine Beamtenschaft, die sie seit Jahren und Jahrzehnten macht. Daran erkennen sie, dass das Vertrauen auch in die Staatsdiener von Seiten der Politik nicht mehr da ist. Warum nicht? Weil sich die Parteien dieses Landes, die etablierten Parteien dieses Landes, diesen Staat samt und sonntags unter den Nagel gerissen haben. Das ist das Entscheidende. In den Behörden mögen noch Staatsdiener sitzen und das ist gut so. Aber in den Entscheidungsebenen sitzen nur noch Politiker und die entscheiden im Sinne ihrer Partei, im Sinne der Macht und nicht mehr im Sinne Deutschlands. Und dann lassen Sie mich nur ein paar Themen herausgreifen, die uns auf den Nägeln brennen. Die Flüchtlingskrise ist das, was viele Menschen bewegt. Aber täuschen Sie sich nicht. Nicht umsonst hat schon im vergangenen Jahr der Sigmar Gabriel, sein SPD-Genossen, gesagt, wir müssen an die soziale Komponente denken. Sozialreformen sind Themen, die, das haben wir bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch anderswo gemerkt, den Leuten noch stärker auf den Nägeln brennen, nur nicht so offensichtlich erkennbar, wie die innere Sicherheit teilweise, Flüchtlingskrise oder Finanzkrise, Eurokrise etc. Weil das die Menschen unmittelbar betrifft und weil es immer mehr Menschen in diesem Lande betrifft. Und jetzt sehen Sie einen Herrn Schulz durch die Gegend ziehen, der nun alles, was im deutschen Interesse war, in den vergangenen Jahren in Europa samt und sonders verraten hat. Der kommt jetzt plötzlich in Deutschland an und möchte hier die Sozialgesetze reformieren. Was für ein Hohn, liebe Freunde. Was für ein Hohn. Und dann glaube ich, dass wir Alternativen bieten müssen. Und die Alternative bedeutet zum Beispiel, dass wir uns Gedanken machen, wie ist dieser gordische Knoten zu durchschlagen. Und wir müssen ihn durchschlagen, liebe Freunde, auch wenn uns das hier und da einige Sympathien kosten wird. Aber so kann es mit dem Sozialsystem in Deutschland nicht weitergehen. Wenn jeder sechste Mensch in Deutschland in Armut lebt oder nah dran ist, dann muss das doch in Berlin den Regierenden zu denken geben. Aber da wird über Zeitarbeitsverträge verhandelt, da wird über Kündigungsmöglichkeiten, über die Leiharbeit, das war das Stichwort, Dankeschön, mit den Gewerkschaften verhandelt, wo ich mir sage, was will denn ein junger Mensch im Alter von 25 Jahren machen, wenn er seine Ausbildung absolviert hat und wird dann in einer Firma angenommen auf, sagen wir mal, 3 Jahre.
Was soll der seiner jungen Frau sagen? Wir wollen eine Familie gründen. Wenn ich in 3 Jahren nicht weiß, ob ich den Job noch habe, dann wird er von diesem Ansehen zurücktreten. Und dann brauchen wir etwas, was einmal den jungen Menschen Sicherheit gibt und auf der anderen Seite das, was Staat leisten muss, was eine Regierung leisten muss, bieten, nämlich der Staat schafft die Rahmenbedingungen. Das, was dann im Detail ausgefüllt werden muss und soll, das sollen die Arbeitnehmer, Arbeitgeber etc. machen, unter sich machen und nicht vom Staat vorgegeben. Und dann glaube ich, dass wir eine dringende Reform der Sozialsysteme dahingehend brauchen, dass wir uns ein bisschen umgucken in Europa. Und dann schauen wir zu unseren Schweizer Freunden und auch zu den Österreichern und fragen uns, wie machen die das? Und jetzt kommen die Knackepunkte, die bei uns ja an sich schon brennen seit Jahren und die nicht angegangen werden. Übrigens alle Parteien, CDU, SPD, auch die Liberalen, haben ansatzweise mal in die Richtung gedacht, aber sie haben den Mut nicht gehabt, liebe Freunde. Und dann glaube ich, dass wir in der Richtung heute als AfD den gordischen Knoten durchschlagen müssen. Und dann haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, wie kann so etwas aussehen, das möchte ich Ihnen heute Abend gerne vorstellen. Nämlich, dass wir sagen, wir wollen eine allgemeine deutsche Rentenkasse haben. Und zwar für jeden, der in Deutschland arbeitet. Egal, ob angestellt, freiberuflich oder unternehmerisch tätig ist. Warum? Weil das ist das Prinzip einer Gesellschaft. Nicht wie zur Zeit, wo wir eine Interessensgemeinschaft sind. Nicht mehr. Wir sind keine Gesellschaft, kein Volk, keine Nation in dem Sinne mehr, dass wir für das Gemeinwohl sorgen, sondern jeder ist in seiner Interessensgruppe und versucht dort das möglichst größte Stück vom Kuchen abzubekommen, unabhängig von den Interessen der anderen. So funktioniert eine Gesellschaft nicht. Sondern als allererstes muss man an das Gemeinwohl denken. Der Bürger hat erstmal dem Gemeinwohl zu dienen und dann kann er an seine eigenen Interessen denken. Und das heißt, alle Bürger und nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch diejenigen, die in diesem Lande Geld verdienen mit freien Berufen, unternehmerisch tätig sind, oder auch die, liebe Freunde, die in der glücklichen Lage sind, nur ihr Geld arbeiten zu lassen. Denn das Geld arbeitet. Und wer in Deutschland arbeitet, muss Steuern zahlen. Also muss Geld auch Steuern zahlen, wenn es denn arbeitet. Und dann lassen Sie uns dieses Schweizer Modell einmal vornehmen. In der Schweiz zahlt jeder, der in diesem kleinen Alpenstaat arbeitet, in die Rentenkasse ein. Jeder. Und jetzt kommt's. Ohne eine Beitragsbemessungsgrenze. Ein Freund von mir in St. Gallen, ich habe es schon mal erzählt, sagte mir, er verdient 1 Million Schweizer Franken im Jahr. Er zahlt über 100.000 Schweizer Franken in die Rentenversicherung. Er wird aber später nur maximal 2.400 Schweizer Franken ausgezahlt bekommen. Und dann sagt er zu mir, das ist sein Beitrag zum Gemeinwohl. Sie selbstverständlich. Er sagt aber auch, in St. Gallen zahlt er aber auch nur eine Einkommensteuer von 12,5%. Dann wird natürlich ein Schuh da draus. So, und dann lassen Sie uns das doch mal angehen. Und dann sagen wir, jeder, der in Deutschland arbeitet, muss in die allgemeine deutsche Rentenkasse einbezahlen. Das Entscheidende ist, nur der, liebe Freunde, der eingezahlt hat, bekommt auch etwas ausgezahlt. Das ist einer der wichtigsten Punkte, an die wir denken müssen. Das nächste ist, dass nicht nur sämtliche Berufe, also Unternehmer, Freiberufler und Angestellte einzahlen, sondern durch die Bandbreite, die dann zum Einzahler wird, sinken die Beiträge wie in der Schweiz. Die Schweizer zahlen ungefähr die Hälfte von dem in die Rentenkasse ein, was wir in Deutschland haben. Österreich übrigens ungefähr genauso. Das heißt, wir haben die Verantwortung und wir haben die Beteiligung auf eine viel breitere Basis gestellt, was gut ist erstmal. Das zweitwichtigste oder drittwichtigste ist, dass wir diese Rentenkasse ähnlich wie die Deutsche Bundesbank völlig unabhängig von den Regierungen gestellt. Es muss grundgesetzlich verankert sein, dass diese deutsche Rentenkasse unabhängig wie die Deutsche Bundesbank agieren darf und nur ein einziges Ziel hat, nämlich die Einnahmen dazu zu verwenden, möglichst den Topf zu mehren und an die Mitglieder wieder auszubezahlen und nichts anderes, keine Fremdleistung ohne irgendwelche Abschlüsse. Hinzu kommt, dass das Vermögen, was dort angespart wird, dann auch wie in der Schweiz mit einem Maximalsatz ausbezahlt wird. Nennen Sie es 2.400 Euro, wovon viele in Deutschland in der Tat, das wissen Sie, nur träumen. Dann hätten wir eine Gerechtigkeit geschaffen, die alle Menschen in diesem Lande trifft
und zu denen es zugute kommt. Und es kann nicht sein, liebe Freunde, dass wir derzeit eine Situation haben, wo Menschen 35, 40, teilweise 45 Jahre ihres Lebens gearbeitet haben und heute einen Rentenanspruch haben, der teilweise unter Sozialhilfeniveau ist. Das kann nicht die Realität in Deutschland sein, in einem so reichen Land. Das Gleiche gilt für die Arbeitslosenversicherung. Ich kann mich erinnern, dass in den 70er Jahren, Sie wissen, wir hatten Ende der 60er Jahre die Bergbaukrise, das war der erste Einschnitt in die Vollbeschäftigung, wo es mal ein bisschen gerappelt hat. Und dann mussten natürlich auch Arbeitslosengelder ausbezahlt werden. Bis dahin war diese Arbeitslosenversicherung übervoll. Da waren Milliardenvermögen angespart worden. Keiner hat sie angerührt bis Ende 60er Jahre. Dann gab es eine sozialdemokratische Regierung, sozialliberal. Sie erinnern sich, Willy Brandt, mehr Demokratiewagen, hieß in diesem Falle auch mehr in die Taschen der Kassen greifen. Und dann hat man die Arbeitslosenversicherung zum Beispiel dazu genommen, die Weiterbildung, die Umschulung etc. finanziell zu fördern. Und innerhalb von wenigen Jahren war der Milliardentopf leer und die Arbeitslosenversicherung hing am Tropf des Bundes. Auch da bin ich der Meinung, müssen wir eine Arbeitslosenversicherung für jeden, der in diesem Lande arbeitet, schaffen. Wir haben hier in Niedersachsen ein Mitglied, der arbeitet im Jobcenter in Hamburg und ist dort Abteilungsleiter, und zwar ausschließlich für Freiberufler und Selbstständige. Der sagte mir, Herr Hampel, vor 10 Jahren hat das ein Sachbearbeiter gemacht, weil es gab so wenige. Inzwischen ist das eine stattliche Zahl geworden von Leuten, die aus welchen Gründen auch immer es so meistens Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre beruflich nicht geschafft haben, sind insolvent gegangen, die fallen sofort in die sozialen Sicherungssysteme. Und dann glaube ich, dass auch hier jeder, der in Deutschland arbeitet, unabhängig ob angestellt oder freiberuflich, in die Arbeitslosenversicherung einzahlt. Und auch da heißt es, jeder, der in die Kasse einzahlt, und zwar nur wer eingezahlt hat, kriegt was ausbezahlt. Und auch diese Vermögen werden, ähnlich wie die Bundesbank, grundgesetzlich abgesichert, dass keine Regierung auf die Mittel der Arbeitslosenversicherung zugreifen kann. Das wären die beiden stabilen Säulen für eine Sozialreform. Soziale Reformen sind aber nur möglich, liebe Freunde, wenn man auch gleichzeitig das Steuersystem ändert. Und auch da hat es in der Vergangenheit Vorschläge gegeben. Sie erinnern sich, Angela Merkel ist sogar mal mit dem Professor Kirchhoff aus Heidelberg angetreten. Und die Idee war gar nicht schlecht. Sie hatten nur nicht den Mut, es umzusetzen. Und dann glaube ich, wenn man eine Sozialreform macht, dann muss man den Steuerzahler auf der anderen Seite entlasten. Und das heißt, dass wir ein Steuersystem, ähnlich wie zum Beispiel in Tschechien, einführen, dass wir sagen, es gibt 3 Steuersätze, 12%, 16% und 20%. Ende. Höher geht es nicht. Auch hier wieder, jeder muss natürlich zahlen. Auch hier gilt, dass jeder, der einen deutschen Pass hat, auch in Deutschland Steuern zahlt. Wie in den Vereinigten Staaten. Sie können in Monaco leben, in der Schweiz oder sonst wo. Hier in Deutschland müssen Sie Ihr Einkommen versteuern. Und wenn Sie diese beiden Reformen angehen, dann haben wir wieder einen Ausgleich dahingehend, dass jeder, der in diesem Lande lebt und jeder, der auch von diesem Lande profitiert und jeder, der hier arbeitet, seinen Beitrag zum Gemeinwohl leistet und dass es auf alle Schultern des Volkes verteilt wird und nicht auf einige, nicht wenige, sondern auf diejenigen nur, die als Arbeitnehmer unterwegs sind, sondern alle, die in diesem Lande ihr Geld verdienen. Und dann möchte ich gerne ergänzen, und dann lassen Sie uns diesen Steuersatz auch anwenden für diejenigen, die in den gesegneten Zustand gekommen sind und haben vom Elternhaus viel geerbt und haben ein paar Millionen auf dem Konto. Und wenn das Geld für Sie arbeitet, was völlig in Ordnung ist, dann müssen Sie auch da den Höchstsatz von 20% abführen, weil Arbeit versteuert wird, wie jede andere Arbeit auch. Geld arbeitet, also müssen auch Sie für Ihre Vermögen Steuern bezahlen. Das ist nur ein kurzer Einblick in eines der wichtigsten Themen, das in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, was jetzt schon brennt und was die Parteien alle, wie sie da sind, versuchen zu umschiffen und da nicht ehrlich sind. Wir wissen ganz genau, dass wir Schwierigkeiten bekommen werden, schon in wenigen Jahren, dass sich die Beitragssätze immer weiter erhöhen werden, und da müssen wir den Cut machen. Übrigens ergänzend dazu natürlich, wie in den Nachbarländern ebenfalls, Betriebsrenten und auch die freiwillige Einzahlung soll möglich sein. Ich erinnere mich daran, zur Konfirmation habe ich von meinem Großvater 500 Mark geschenkt bekommen auf so einem Sparbuch. Das kann auch mal sein zum Abitur oder zur Konfirmation oder zum Schulabschluss oder dem Ausbildungsabschluss, dass die Großmutter oder der Großvater dann ein Rentensparbuch schenkt. Auch das ist möglich oder sollte möglich sein. Dass wir in den jungen Jahren lernen vorzusorgen,
Denn junge Menschen, das ist ja auch richtig so, die denken doch nicht an die Altersvorsorge. Das sollen sie auch nicht. Wenn sie einen 25-Jährigen haben, der sich jetzt schon in seinem Alter Gedanken darüber macht, dass er mit 65 ausbezahlt bekommt, damit können sie die Zukunft Deutschlands nicht gestalten. Der soll risikobereit sein, der soll innovativ sein, der soll kreativ sein. Aber dann müssen wir als die Älteren, dann muss der Staat in diesem Fall ihnen sagen, und das, was man als Rücklage braucht, das machen wir schon. Und den Rest, das weißt du, kannst du für deine persönlichen und privaten Unternehmungen anlegen. Das halte ich für einen der wichtigsten Schritte und ich glaube, dass die AfD sich da bekennen muss, dass wir in diesem sozialen Bereich viel stärker engagiert sind, als wir das derzeit offenkundig verlautbaren lassen. Denn das wird ein Thema nicht nur im Wahlkampf, sondern in den kommenden Jahren werden. Und die Menschen erwarten es von uns, liebe Freunde. Und sie erwarten es von uns zu Recht, denn wir wollen Lösungen anbieten und nicht immer nur die anderen kritisieren. Das ist auch das Entscheidende, woran wir uns gewöhnen müssen. Sie könnten jetzt in den großen Topf der Reformen greifen und Sie wüssten zu allem was zu sagen. Lassen Sie mich noch einen Aspekt sagen, der meines Erachtens immer untergeht. Wissen Sie, wir leben in einem Lande, was im Grunde genommen sich nur noch verwaltet derzeit. Hier ist nichts Kreatives, Innovatives mehr. Hier ist nur noch der Status quo, der verteilt wird, Mehltau. Das liegt wie Mehltau über den Land, haben Sie völlig recht. Das ist ein Status quo, der verwaltet wird und man traut sich nicht, zu neuen Ufern aufzubrechen, um dieser Republik, um den Menschen in unserem Lande, um den Deutschen zu sagen, Mensch, wir waren doch mal so innovativ, so kreativ, wir haben die großartigsten Ideen in die Welt gebracht, dann lass uns das doch weitermachen. Und dann lassen Sie mich einen Schlenker noch machen in eine Richtung, von der ich glaube, dass sie in Zukunft wichtig sein wird. Sie alle kennen das, egal wo Sie wohnen, ich wohne im kleinen Dorf, aber auch in der Stadt, gerade aber auf den Dörfern fällt es besonders auf, wenn Sie da einkaufen gehen wollen, dann fahren Sie in Ihr Nachbardorf. Und da ist aber nicht im Ortskern, sondern außen vor. Ein Lidl, ein Penny, ein Aldi, ein Abholmarkt und so weiter. Und dann gibt es noch die Drogeriemärkte der Rossmann. Herr Rossmann ist ein Nachbar von mir, der wohnte in Bisping. Ein großartiger Unternehmer, der ein tolles Unternehmen aufgebaut hat. Nur, was geschieht dort eigentlich? Der Drogist in Posemucke, der jahrelang seine kleine Drogerie dort betrieben hat, der wird durch den neuen Rossmann-Markt verdrängt. Das Problem dabei ist, die Preise mögen da ein bisschen günstiger sein. Nur das, was so ein Markt an Gewinn erwirtschaftet, fließt neben der Zahlung der Angestelltengehälter irgendwohin ab. Aber es bleibt nicht in dem Ort. Das heißt, und ich gönne ihm das, das sammelt ein Herr Rossmann in Bisping ein und schickt es irgendwo auf die Kapitalmärkte dieser Welt. Zuvor der Drogist, der halbwegs gut von seiner Drogerie gelebt hat, der hat ein Haus gebaut vielleicht, hat sich ein Auto gekauft, der hat Handwerker beschäftigt, vielleicht auch eine Putzfrau. Das heißt, das, was er an Gewinnen erwirtschaftet hat, hat er in diesem Ort auch wieder ausgegeben. Und genau das haben wir nicht nur mit den Großmärkten, sondern in vielen anderen Fällen auch in Deutschland nicht mehr. In der Landwirtschaft, gehen Sie nach Mecklenburg-Vorpommern, da haben Sie 1136 Höfe, die größer sind als 1000 Hektar. 1136, wir haben in Niedersachsen 120 und wir sind ein Bauernland. Warum? Weil dort Investoren unterwegs sind. Da gibt es keine Bauern mehr im klassischen Sinne. Das sind Investoren. Und eine Gruppe aus Hamburg hat da 30.000 bis 40.000 Hektar unter Verwaltung. Das Geld, was dort erwirtschaftet wird, fließt ab nach Hamburg und dann ab auf die Finanzmärkte. Aber es wird nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern, zumindest zum größten Teil, wieder eingesetzt, wie das bei einem normalen Unternehmer vor Ort oder einem Landwirt vor Ort der Fall wäre. Und ich glaube, dass wir daran etwas ändern müssen, liebe Freunde. Ich glaube, dass wir dem Mittelstand eine viel größere Chance einräumen müssen. Ich möchte kein McDonald's und keine Kaffeebuden à la Starbucks und ähnlichen, die hier mit einem Kaffee für 1,50 Euro, 1 Euro als Lizenzgebühr nach Luxemburg abführen, natürlich ohne hier in Deutschland dafür Steuern zu zahlen. Der Rest wird versteuert und sind sie mit einigen wenigen Cent dabei. Dann fließt das hier erwirtschaftete Kapital in großen Mengen ins Ausland, nach Irland oder Luxemburg, aber es bleibt nicht in Deutschland. Und da glaube ich, müssen wir den Hebel ansetzen und sagen, das wollen wir verändern. Wir wollen wieder einen gesunden, einen kreativen und einen innovativen Mittelstand in Deutschland haben. Und dann geht das mit solchen Regelungen, wie sie McDonald's und andere genießen, nicht. Dann müssen wir das ändern. Das traut sich aber keiner zu sagen. Wir müssen den Mut haben, nicht nur Mut zur Wahrheit, sondern wir müssen den Mut haben zu sagen, wir wollen das verändern. Ja? Und genauso glaube ich, dass wir das natürlich stark unterfüttern müssen.
Das heißt, wir müssen den Mittelstand geradezu ermutigen, junge Leute ermutigen, selbstständig zu werden. Anfang der 60er Jahre waren fast ein Drittel aller arbeitenden Menschen in Deutschland selbstständig oder freiberuflich. Heute noch 9%. Warum? Weil sie als junger Unternehmer kaum noch eine Chance haben. Sie werden mit Euro-Regularien und mit den deutschen Verordnungen so zugepflastert, dass sie kaum noch Luft zum Atmen haben. Mir sagte mal einer, wenn Sie vor 20 Jahren einen Kaffee aufmachen wollten, dann brauchten Sie eine Kaffeemaschine, einen Tisch mit 4 Stühlen und vielleicht noch einen Backofen, damit die Hausfrau schön Kuchen backen kann. Damit konnten Sie anfangen. Versuchen Sie das heute mal. Da müssen Sie erstmal das Gesundheitsamt anrufen, was Sie alles für Auflagen erfüllen müssen, Abzugsanlagen etc. etc. Da sind viele, die erkundigen sich, geht das? Wenn die hören, was sie da alles an Auflagen erfüllen müssen, packen die gleich wieder an und sagen, es war eine schöne Idee, aber lassen wir es lieber. Wir müssen es genau andersrum machen. Wir müssen jungen Leuten sagen, okay, was willst du machen? Das oder das? Fein, das machst du 5 Jahre. 5 Jahre gucken wir auch nicht ganz so genau hin. So, weil keiner das aus dem Stand heraus hundertprozentig hinkriegt. Und nach 5 Jahren kommen wir mal vorbei und gucken, dass du das ein bisschen professioneller machst. Wir müssen den jungen Leuten eine Chance geben, sich wieder selbstständig zu machen. Denn eine Gesellschaft mit selbstständig arbeitenden Menschen ist das Wichtigste, was wir brauchen. Wir reden in der ganzen Welt, der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ja, dann machen wir ihn doch wieder, den deutschen Mittelstand. Machen wir ihn stark und machen wir ihn innovativ und machen wir ihn kreativ. Das ist das Entscheidende. Und genauso möchte ich zum Schluss auf 2 andere Punkte hinweisen, die auch bei uns mal angedacht wurden, überlegt wurden, geplant wurden sogar teilweise und dann fallen gelassen. Heute redet kein Mensch mehr drüber. Wir haben eine heftige Diskussion seit Jahren, fast Jahrzehnten, über die Energiegewinnung. Wir waren mal in der Kernforschung weltführend. Weltführend, lange her, haben Sie recht. Und was machen wir heute? Ich bin gestern von Völklingen über die Eifel zurück nach Hause gefahren. 10 Stunden, schöner Trip. Wenn Sie über die Eifel und das Hunsrück fahren, und das kenne ich von früher, weil ich mal lange in Bonn gelebt habe, das war eine Traumlandschaft, durch die Sie da gefahren sind. Heute gucken Sie nach links, gucken Sie nach rechts, geradeaus, umgucken Sie, brauchen sich nicht mehr. Das ist zugepflastert mit Spargeln aller Art. Das ist eine Verschandlung unserer Kulturlandschaft, die ist zum Kotzen, haben Sie recht, jawohl. Und warum ist das so? Weil uns seit Jahren und Jahrzehnten grüne Ideologen versuchen einzuflüstern, dass das der einzig gangbare Weg ist. Dabei sagen ihnen die Experten, dass wir noch keine Speichersysteme für Windkraft und Sonnenenergie haben. Und nachts bläst der Wind in der Regel nicht und die Sonne, das wissen Sie selber, scheint auch nicht. So, inzwischen sind wir so weit, dass wir unseren Strom nach Holland nicht verkaufen, nicht verschenken, sondern wir schicken ihn rüber und zahlen den Holländern noch Geld dafür. Ist kein Witz, dass sie uns den Strom abnehmen. Wie absurd ist das denn inzwischen alles? Und dann glaube ich, dass wir gerade in der Energiefrage anfangen müssen, wieder ideologiefrei zu denken. Und dass wir sagen müssen, wir wollen gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn, Energie zu erzeugen. Und da versucht man in CERN oder in Greifswald mit sogenannten Fusionsreaktoren eine Energiegewinnung, quasi eine kleine Sonne zu bauen. Das weiß kein Mensch in der Regel in Deutschland, weil natürlich kein Grüner darüber berichtet und die Zeitung auch nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und dann hat mein amerikanischer Präsident gesagt, Anfang der 60er Jahre, nachdem die Russen ihm das Weltall gerade weggeschnappt haben, wir wollen innerhalb der nächsten 10 Jahre einen Menschen zum Mond schicken und ihn sicher wieder auf die Erde zurückbringen. Das war ein amerikanischer Traum. Dann sage ich, dann machen wir doch mal einen deutschen Traum. Dann sagen wir, wir setzen uns die Zielmarke, innerhalb der nächsten 20 Jahre die Energiefrage zu lösen. Dann machen wir eine nationale Aufgabe der Wirtschaft, der Wissenschaften, der Institute, der Bundesregierung und sagen, das ist unser Ziel. In 20 Jahren wollen wir unsere Energieerzeugung auf dem modernsten Stand haben. Das wäre ein Traum für die Zukunft, liebe Freunde. Aber keiner wagt, den hier zu träumen. Ich durfte als junger Mann mal mitfahren, als junger Journalist, in dem Transrapid im Emsland. Hat das noch einer das Vergnügen gehabt von Ihnen? Tolle Sache, erinnern Sie sich? Schweben in Höhe Null. Unglaublich. Eindrucksvoll. Dieses Ding haben die Grünen so lange torpediert, bis selbst eine schwarze Bundesregierung es aufgegeben hat, sie zu bauen. Inzwischen fährt ein so ein Ding in Shanghai, in China, und die Patente haben wir inzwischen an die Chinesen abgegeben. Wissen Sie, wie alt der Transrapid ist, gedanklich? Der kommt aus den 60er Jahren, war gar nicht als Personenbeförderung gedacht, sondern als eine schnelle Warenbeförderung, das war die Grundidee gewesen, bis man sagte, Mensch,
Da können wir doch auch Kabinen drauf bauen, dann machen wir eine schnelle Personenbeförderung. Dieser Transrapid ist nach wie vor das Modernste, was man an Verkehrsentwicklung in Deutschland haben könnte. Es wurde nicht gemacht, weil man mit den hanebüchsten Argumenten dagegen argumentiert hat. Ich lerne von Bundesbahnern, dass jedes Jahr Dutzende von Menschen sich vor die Bahn werfen. Dutzende. Und dass das ein Schockerlebnis natürlich für die Zugführer ist. Wenn das Ding in Etagenhöhe hier so da oben über uns weggleitet, gibt es nichts mit vor den Zug schmeißen. Das wäre ein bisschen schwierig. Damit geht es schon los. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass wir eine Zukunftstechnologie haben, mit der wir Menschen mit einer Geschwindigkeit von 400 Kilometer pro Stunde durch die Bundesrepublik schicken können, dann wäre das innovativ. Wir müssen es nur wollen, liebe Freunde. Und dann glaube ich, dass auch das zu unserem deutschen Traum dazugehört. Wir wollen wieder, wie in alten Zeiten, wollen wir wieder die führende Industrie- und Techniknation dieser Welt werden. Und wir wollen nicht in Bürokratie ersticken, nicht in Deutschland und nicht in der europäischen Bürokratie, die noch viel schlimmer ist, sondern wir wollen uns wieder auf das konzentrieren, was wir immer gekonnt haben. Nämlich indem selbstständig arbeitende Menschen, kluge Geister, gute Institute, hervorragende Wissenschaftler die Welt beeindruckt haben im 18., 19. und 20. Jahrhundert durch unsere innovativen Technologien. Da müssen wir wieder hin und sagen, wir wollen ein zukunftsorientiertes Land sein. Wir wollen die Technik des 21. Jahrhunderts wirklich in die Tat umsetzen und nicht nur auf irgendwelchen Zeichnungen in irgendwelchen Magazinen vor uns hertragen. Das wäre eine Aufgabe, das alleine zu lösen, wenn es um die Infrastruktur geht. Dass eine hervorragende Reaktion im Rest der Welt hätte und die Deutschen würden wieder als das anerkannt werden, was sie immer waren, nämlich die innovativsten Kräfte, die wir in Europa und in der Welt haben. Das sind Aufgaben, die wir uns stellen müssen. Und dann glaube ich, dass das für uns der zukunftsweisende Weg ist. Nämlich, dass wir eine Sache erkennen. Schauen Sie mal, wenn Sie einen Engländer oder einen Afrikaner oder einen Amerikaner oder Südamerikaner fragen, was sind die Deutschen? Dann sagt er, die sind zuverlässig, pünktlich, akkurat, qualitätsbewusst. So, das wird Ihnen jeder sagen. Ja, dann nehmen wir doch die Attribute, die wir haben. Sie wissen, ich habe längere Zeit in Indien gelebt. Hat sich ein Mittelstand entwickelt, der inzwischen ein ganz gutes Einkommen generiert. Da war man bereit für einen BMW oder ist man bereit für einen BMW, einen Audi oder einen Mercedes 118% Luxussteuer zu bezahlen. 118%, also mehr als das Doppelte des Preises hier. Warum? Weil es ein deutsches Auto ist. Das hat die so beeindruckt oder beeindruckt die so dermaßen, dass sie es immer noch kaufen. Wenn das aber so ist, liebe Freunde, dann lassen Sie uns doch das Gegenteil von dem machen, was wir zurzeit machen. Wir kaufen inzwischen genauso wie in den USA, in England oder Frankreich Billigprodukte, die nichts taugen und die nach kurzer Zeit schon kaputt sind. Ich erwähne immer den Milchschäumer meiner Frau, die trinkt gern Kaffee mit Milchschaum. Und wenn ich dieses Gerät sehe, wir haben in den vergangenen 5 Jahren 5 Stück davon gekauft. Weil nach einem Jahr gehen die regelmäßig kaputt. Komischerweise steht direkt daneben der Mixer ihrer Großmutter. Der ist 1954 in der DDR gebaut. Das Ding rotiert immer noch. Ja. Wieso eigentlich? Und wenn die Japaner und wenn die Chinesen und wenn die Koreaner inzwischen in der Lage sind, großartigen Stahl zu produzieren, dann sagen wir, dann lassen wir denen das Geschäft, wir machen Spezialstahl, wie es ThyssenKrupp übrigens macht, die machen nur noch Spezialstahl. Und dann lassen sie uns das auch in den Mittelstand übertragen. Dann lassen sie uns doch eine Gesellschaft schaffen, die qualitätsorientiert ist. Und dann kommen wir nämlich zu Ideen wie TTIP, die Blödsinn sind, weil wir dann jeden Schrott reinlassen müssen. Dann sagen wir einfach, wir haben in Deutschland Qualitätsmaßstäbe. Wer zu uns importieren möchte oder exportieren möchte, der muss diese Qualitätsmaßstäbe erfüllen. Wir hängen die so hoch, dass sie unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Und dann lassen Sie uns zur Goldschmiede dieser Welt werden, liebe Freunde. Dann lassen Sie uns in all den Bereichen, was die anderen nicht können, aber was wir können, Qualität zu produzieren. Vielleicht nicht in den Riesenmassen, wie wir das heute machen. Aber glauben Sie mir, überall in der Welt haben sich Mittelstände entwickelt. In Australien, in Neuseeland, in Südamerika, auch in Asien. Und es gibt ein breites Publikum für deutsche Produkte, die den Anspruch an Qualität erfüllen, weil sie die dann aus Überzeugung und gerne kaufen. Sie sind sogar bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und dann lassen Sie uns wieder eine Qualitätsgesellschaft werden. Eine Leistungs- und eine Qualitätsgesellschaft. Und das wäre ebenfalls ein Traum. Die
Die Goldschmiede Deutschlands nenne ich es. Die Goldschmiede Deutschland. Das wäre etwas, womit wir auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben können. Denn das haben wir doch inzwischen allen gezeigt, dass wir immer ein Schrittchen vorneweg sein können, wenn wir es denn wollen. Wenn wir es wollen und dürfen. Und dann, glaube ich, sind die ganzen jungen Leute, die hier gerade ihre Abschlüsse machen, die sind geradezu heiß drauf, in einem solchen Unternehmen oder in einem solchen Betrieb zu arbeiten und wirklich wieder stolz auf die Produkte zu sein, die sie herstellen. Was haben sie früher erlebt, wenn die Kruppianer oder auch die Bergleute, das war Arbeiteradel. Da haben sie Respekt gehabt, weil das Funskerle waren, die hart arbeiten und gut arbeiten konnten. Und die jungen Leute sind heute nicht schlechter als die Bergleute in den 60er und 70er Jahren, als die Stahlkocher in den 60er und 70er Jahren. Wir müssen ihnen nur den Mut wieder machen, Dinge anzupacken, neue Wege zu beschreiten und eben einen Traum zu erfüllen, indem wir sagen, wir wollen wieder dahin zurück, was uns Deutsche auszeichnet. Qualität, Produktivität, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, das sind Werte, mit denen wir in der Welt reüssieren können. Das wären Ziele, liebe Freunde, die Alternative für Deutschland sich meines Erachtens viel stärker auf die Fahne schreiben muss, dass wir die Erneuerer sind. Wir sind die Kreativen. Die anderen, die alten 68er, das sind jetzt alles Opas, liebe Freunde. Die sind alle schon im Orkus der Geschichte verschwunden, weil ihr linksversüfftes Modell sowieso nicht funktioniert hat. Dann schaffen wir das neue Modell. Und dann lassen Sie uns einfach das aufnehmen. Ich habe es in Hannover hier im Kommunalwahlkampf auf der Kundgebung gesagt und ich finde, es passt wunderbar, weil sich die Zeiten so verändert haben und weil wir neuen Herausforderungen gegenüberstehen, hatten wir schon mal eine Situation, die war sehr viel trauriger nach dem Ersten Weltkrieg, als alles zusammenbrach, das Kaiserreich aufhörte zu existieren. Da ging ein Sozialdemokrat, trat in das Fenster des Reichstages in Berlin. Philipp Scheidemann hieß der Mann. Und dann hat er es auf den Punkt gebracht. Aus welchen Gründen ist egal, aber er hat die Situation trefflich beschrieben. Er hat gesagt, das Alte und Morsche ist zusammengebrochen. Und ich sage Ihnen, da sind wir heute auch mitten in diesem Prozess. Liebe Freunde, das Alte und Morsche ist zusammengebrochen. Dann lebe die Neue, dann lebe die Freie, dann lebe die Demokratische und dann lebe die innovative und kreative Deutsche Republik. Das wäre ein Ziel für die Alternative für Deutschland. Glück auf! Ja, vielen Dank, Armin-Paul Hampel, für diesen visionären Vortrag unter dem Motto Make Germany Great Again. Und jetzt darf ich Martin Renner bitten. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Freunde. Ich war ja vor 3-4 Monaten schon mal hier im gleichen Saal. Manche einen habe ich auch schon erkannt. Und da habe ich ja gelernt, dass man hier die Leute begrüßt mit Moin. Moin. Was ein bisschen überraschend für mich ist. Und ich also trotzdem aber gerne meine zweite Grußformel hinterher schicke. Wie man ja ein bisschen merkt, bin ich ja Schwabe. Lebe zwar seit 28 Jahren in Nordrhein-Westfalen in der Diaspora. Und deshalb möchte ich Sie mit Grüß Gott begrüßen, weil das einfach eine schöne Grußformel ist, wie ich finde. So bin ich aufgewachsen und so begrüße ich auch überall die Leute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich ganz arg, dass wir hier zusammengekommen sind und dass es auch so richtig schön voll ist. Und ich freue mich auch, dass ich sozusagen die Rede nach dem Herrn Hampel machen darf, weil der Herr Hampel hat sehr viele schöne einzelne Beispiele gebracht für Verwüstungen, für Gründe, warum bei uns unser System morsch erscheint, alt erscheint, nicht mehr wettbewerbsfähig erscheint, sich untergeordnet erscheint unter einer globalistischen Struktur. Und das hat Gründe, meine Damen und Herren. Und ich gehe ein bisschen vielleicht auf das Tiefgründigere des Politischen. Und dann passt das ja auch richtig schön zusammen, finde ich. Und den Abschluss wird dann der Herr Elsässer machen. Meine Damen und Herren, es reicht nicht zu skandieren und zu rufen, Merkel muss weg. Klar muss die weg. Klar. Aber das reicht nicht. Es reicht auch nicht zu sagen, Schulz darf da nie drankommen. Über Schulz brauchen wir gar nicht reden. Es reicht auch nicht,
zu sagen, es reicht auch nicht zu sagen, der Euro ist ein missglücktes Währungsexperiment. Klar, haben wir schon seit 4 Jahren, das war ja ursprünglich auch der Gründungsgedanke. Wahlalternative 2013, da war ich Landesbeauftragter und im Sprecherrat. Das war eine Vereinigung, die sich um diese Rettungsschirme, die widerrechtlich eingerichtet wurden, um den Euro zu retten, was absehbar war, dass nach diesem Währungsexperiment die Verträge gebrochen werden müssen. Und dann sind wir zusammengekommen in Hannover, hier ganz in der Nähe, bei der letzten Niedersachsenwahl. Da waren wir 70 Leute aus allen Teilen der Bundesrepublik. Und da kackte dann der Lucke ziemlich ab. Ja, das kann man so sagen. Die hatten mit den Freien Wählern zusammen 1,1 oder so. Und dann haben wir gesagt, während dieses Wahlabends, und da war ich einer der Protagonisten, wir müssen eine neue Partei gründen. Aber wir dürfen nicht nur dieses Währungsexperiment sozusagen brandmarken politisch, sondern wir müssen die Vielzahl der Verwüstungen in den politischen Feldern thematisieren. Und dann haben wir uns getroffen am 6.2. in Oberursel, 16, 17 Leute, und dann haben wir es gegründet. Ich hatte das Vergnügen, auch den Namen machen zu dürfen und das Logo. Alternativen für Deutschland. Alternativen für Deutschland. Glauben Sie, dass das einfach war? Für Deutschland, um Himmels Willen. Da gab es bei den Gründungsversammlungen, bei den 16, 17 Leuten, nee, da kann ich nicht mitmachen. Das positioniert doch viel zu stark im politischen Raum. Für Deutschland. Das ist ein Wahnsinn. Dann haben wir noch ein bisschen was anderes gemacht. Wir haben dann aber zu dritt wirklich massiv eine Woche lang drauf eingewirkt und haben es dann doch geschafft, dass die ursprüngliche Idee Alternative für Deutschland dann auch doch wirklich nochmal sich durchsetzen konnte. Und meine Damen und Herren, eine politische Partei und eine politische Aussage, die sich im Namen natürlich spiegelt, das muss positionieren. Alternative für Deutschland. Wir sind doch die einzige Partei, die für Deutschland, für die Interessen Deutschlands, für die Interessen der deutschen Bürger sozusagen, oder der hier lebenden Staatsbürger, da kommen wir gleich noch drauf. Das muss positionieren. Diejenigen, die diese starke Positionierung und diese Besetzung dieser politischen Felder nicht so gerne mitgemacht haben, da war ein Essener Ereignis und dann sind die nicht mehr dabei, weil sie eben diese politischen Felder, die Vielzahl der politischen Felder, so nicht bespielen wollten, wie es einfach erforderlich ist. Es reicht also nicht nur zu sagen, das missglückte Währungsexperiment, es reicht auch nicht zu sagen, der ganze Gender-Scheiß muss weg, sondern wir müssen ein bisschen in das Tiefgründige gehen, des Politischen. Warum ist das eigentlich so hier in Deutschland so verhunzt? Warum hat sich das so entwickelt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt komme ich zur dritten Grußformel. Ich hätte Sie ja auch begrüßen können, liebe schon länger hier Lebenden. Merken Sie was? Zuerst habe ich mich wahnsinnig aufgeregt, als ich das zum ersten Mal hörte und las. Und dann habe ich herzlich laut rausgelacht und gesagt, mein Gott, wie blöd ist die eigentlich? Weil in ihrer mangelnden Intellektualität hat sie nämlich gar nicht gemerkt, dass sie etwas preisgibt und etwas offenbart. Nämlich, diese Sprachverhunzung zeigt ganz eindeutig und beispielhaft, worum es geht. Es ist die Distanzierung der politisch Hochmögenden, des Politadels von uns, dem gemeinen Volk. Wir sind nicht mehr der Souverän, der eigentlich in einer Demokratie der Rechteinhaber ist, sondern wir sind eigentlich Geführte, länger hier Lebende, neben den schon gerade kurz Gekommenen. Es ist also die Distanzierung des Politadels von uns und den Interessen der eigenen Bürger und den Interessen des Souveräns. Und das sieht man auch, wenn sie zum Beispiel auf Staatsbesuch geht. Jetzt war sie in Ägypten, vorher war sie in der Türkei. Eine deutsche Fahne finden sie da nicht mehr. Obwohl das eine Form und eine Forderung Staatsetikette sozusagen ist, und zwar schon seit Jahrhunderten. Das hat
Das hat etwas zu bedeuten, meine Damen und Herren. Rationale Politik im Interesse seiner Bürger, der Bürger, wird eigentlich nicht mehr gemacht und die Politik hat diese rationalen Interessen nicht mehr im Blick. Rationale Entscheidungen in der Politik heißt nämlich, wir müssen Vorteile und Nachteile einer politischen Entscheidung abwägen, aber immer unter dem Horizont und dem Blickwinkel, wie wirkt es für die werteschaffenden Milieus, für die werteschaffenden Bürger. Wie bitte? Ja, doch was erleben wir hier in Deutschland? Die Politik überbietet sich unentwegt im Irrationalen. Es ist überhaupt nichts Rationales mehr in der Politik. Und das Irrationale wird noch verbrämt mit einem Hang zur Moralisierung und zur Hypermoralisierung. Sie sagt uns beispielsweise, Ich spreche nicht von rechtmäßigen Asylgesuchen, die es gibt. Keiner im Saal wird sein, der sagt, nein, Asyl wollen wir nicht haben für Menschen, die Asyl berechtigt und Asylschutz benötigen. Aber für unrechtmäßig Asylsuchenden, die nennen wir eigentlich einfach nicht Flüchtlinge, sondern das ist Zuwanderung, die nicht Flüchtlinge sind. Aber die Politik sagt zu uns, diese Hunderttausende oder Millionen müssen wir aus Barmherzigkeitsgründen akzeptieren, widerrechtlich. Müssen wir das? Aus Barmherzigkeitsgründen? Was ist denn Barmherzigkeit im politischen Raum? So etwas gibt es gar nicht. Es gibt nur Rationalität und Irrationalität in der Politik. Es gibt Interessen und es gibt keine Interessen. Die Politik sagt also zu uns, die Zuwanderung müssen wir aus Barmherzigkeitsgründen akzeptieren, auch wenn diese Zuwanderung klar rechtswidrig ist. Rechtswidrig und wenn sie eigentlich einen Einbruch in unsere Gesellschaft und in unsere Sozialsysteme bedeuten. Denn das ist die wirtschaftliche Folge aus dieser millionenfachen Zuwanderung. Wir haben den Spruch des Nobelpreisträgers, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Nationalökonom, der sagt, ein Staat kann ein Sozialsystem haben. Ich komme nicht auf den Namen. Was? Friedman, natürlich, klar. Ein Staat kann ein Sozialsystem haben, Punkt. Ein Staat kann offene Grenzen haben, Punkt. Aber ein Staat kann niemals ein Sozialsystem haben und offene Grenzen, weil der Staat innerhalb kürzester Zeit die Finanzierung nicht mehr leisten kann, weil eben zu wenig Werteschaffenden dadurch hereinkommen und dann die Sozialsysteme wegen finanzieller Unmöglichkeit der Finanzierung zusammenbrechen werden. Die Politik sagt uns nicht nur, dass wir barmherzig sein sollen in diesem Punkt, sie sagt uns auch, das sind Geschenke. Frau Göring-Eckardt, daran merken Sie die Tumpheit einer solche Politiker entscheiden über politische Maßnahmen und Projekte, die im Grunde keine Intellektualität in der Grundlage haben, um solche Entscheidungen wirklich zu treffen. Ja, sie sagen uns, die Politiker, diese Zuwanderer sind wertvoller als Gold. Gold steht ganz gut eigentlich momentan. Und wenn dann die Bürger das nicht so richtig glauben, und wir glauben sie alle nicht so richtig, dass die wertvoller als Gold sind oder Geschenke sind, dann sagt man uns, hauptsächlich unsere Staatsnanny, unsere liebe Angela, dass diese hierhergekommenen doch dazu da sind, dass sie uns zukünftig unsere Renten bezahlen werden. Das heißt, es wird auf die eine Tumpheit die vergrößerte Tumpheit noch obendrauf gesetzt. Diese Zuwanderer anerkannt werden 1,8%. Diese Zuwanderer werden über Jahre, Jahrzehnte hier sein. Und sie werden im Durchschnitt mit 1.300, 1.400 Euro finanziert werden pro Monat. Sie können im Grunde hier nicht arbeitend tätig werden, um dann in die Rente einzuzahlen. Wenn wir nur die Hälfte dieses Geldes, was wir hier ausgeben pro Monat, in Familienpolitik investieren würden, 600 Euro, 20 Jahre lang für jedes Kind, was ab einem bestimmten Stichtag geboren wird. Was glauben Sie, was in den Ehebetten in Deutschland los wäre?
Wir reden hier über das Thema Zuwanderung. Das ist ja nur eins der Themen, aber es bezeichnet im Grunde schon ganz genau. Und vor allen Dingen, dieses Thema ist ein extremer Akzelerationsfaktor, ein Beschleunigungsfaktor für die Verwüstung unseres Landes. Es sind eine Aneinanderreihung von Rechtsbrüchen. Und da ich mal katholischer Priester werden sollte in meinen ganz jungen Jahren, habe ich mich auch viel mit Theologie und mit Kirchenlehrern beschäftigt. Und da gibt es den Kirchenlehrer, den heiligen Augustinus. Und der sagt, nimm das Recht weg, was ist dann der Staat noch etwas anderes als eine große Räuberbande? Und genau das ist es, meine Damen und Herren. Das Recht ist weg, das Recht ist weg. Und ich sage Ihnen, in unserem Staat, wer in ein Haus einbricht, den trifft die volle Strenge des Gesetzes. Also wenn Sie beim Nachbarn einbrechen und dort was klauen wollen, die volle Strenge des Rechts. Wer aber in einen Staat einbricht, der kann mit der vollen Fürsorge und Versorgung unseres Staates und unserer Sozialindustrie rechnen und da passt was nicht zusammen. Und jetzt kommt nochmal, und dann bin ich auch fertig mit meinen Kirchenlehrer-Zitaten, aber ich mag das einfach gerne. Der heilige Thomas von Aquin sagt, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Das stimmt. Die Gerechtigkeit muss auch das Element der Barmherzigkeit haben. Aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit, also nur Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit, ist die Auflösung aller Ordnung. Und genau das ist es. Und das hat er... Und das hat dieser Mann schon im 14. Jahrhundert gesagt. Das muss man mal sich vorstellen, welche geistige Tiefgänge letztlich dahinter schon stehen. Im Grunde ist es, wer die Ängste und Befürchtungen der Menschen ignoriert oder gar als Fremdenfeindlichkeit diffamiert, denn das passiert ja allerorten, der bekämpft als Regierung nicht den Extremismus, sondern, wie er vorgibt, sondern er gezüchtet geradezu diesen Extremismus, wenn man behauptet, dass das Fremdenfeindlichkeit wäre. Es ist nicht Fremdenfeindlichkeit, es ist einfach die rationale Impetus in politische Entscheidungen. Und wir als Alternative für Deutschland, wir thematisieren es unentwegt und müssen uns deshalb beschimpfen lassen als fremdenfeindlich, was wir nicht sind. In Wirklichkeit ist das, was hier passiert, meine Damen und Herren, nichts anderes als eine humanitär kaschierte Selbstzerstörung unserer Kultur. Ich will mal ganz kurz drei extreme und essentielle Fehlentscheidungen unserer Kaiserin Angela benennen, die ja nicht entscheidet, oder die auch nicht verkündet, sie dekretiert Entscheidungen. Im September 2015 hat sie gesagt, Syrien, die Grenzen sind offen, alles sind Syrer. Ein Dekret, das ist eine präfeudalistische oder postfeudalistische oder vielleicht feudalistische Entscheidung. Sie sagt, diese Entscheidungen, die unter dieser Ägide gefallen sind, belasten uns und unsere Gesellschaft auf Jahrzehnte hinaus, also weitere Generationen, bis zum Zusammenbruch. Das erste ist die versuchte Rettung des Eurosystems. Ich sage bewusst versuchte Rettung. Das wird nicht gelingen. Aber was gelingt, ist, dass diese ganzen Haftungsvolumina und diese ganzen Probleme, die das bis dato schon gemacht hat, die versuchte Rettung des Eurosystems bereits heute ungefähr 1 Billion Volumen Euro für uns an Belastung ausmacht. Ohne Tage 2. For nothing eigentlich. Nur für die Aufrechterhaltung des politischen Status quo. Das zweite, die Energiewende, wo die mittelständische Industrie sehr stark darunter leidet und immer weiter und noch stärker darunter leiden wird. Aber nicht nur die mittelständische Industrie, sondern auch die Bürger schlechthin. Wo einfach die Bürger zur Kasse gebeten werden mit dieser Energiewende, um Anleger, die irgendwelche Anlageobjekte im Bereich der erneuerbaren, Anführungszeichen, gibt es ja gar nicht, erneuerbaren Energie finanzieren, mit hohen Renditen sozusagen sicherzustellen.
Diese Energiewende können wir hochrechnen auf ein Volumen von 1 Billion Euro. Das ist schon die 2. Billion, meine Damen und Herren. For nothing. Und das drittens ist die illegale Zuwanderung. Diese Zuwanderungsgeschenke, die ungefähr auch schon hochrechnungstechnisch Status heute hier 1 Billion ungefähr verursachen werden. For nothing, meine Damen und Herren, das sind schon 3 Billionen. Wir haben eine explizite Verschuldung in Deutschland von 2,5 Billionen. Das ist schon Staatsschulden. Wenn wir die explizite Verschuldung mit der impliziten Verschuldung addieren, implizite Verschuldung sind Pensionszusagen, andere Zusagen, also noch nicht gebuchte Forderungen bzw. Zahlungen. Wenn wir also implizite und explizite Verschuldung zusammenrechnen, dann kommen wir auf 8 Billionen. 8 Billionen plus diese 3 Billionen, von denen wir gerade geredet haben, sind wir bei 11 Billionen, meine Damen und Herren. Und jetzt wird spannend. Die gesamten Privatvermögen in Deutschland belaufen sich auf eine Größenordnung der Haushalte auf, inklusive Immobilienvermögen, auf 15 Billionen Euro. Da ist ja noch ein bisschen Luft. 11 Billionen heute schon plus 15 Billionen Privatvermögen, noch, da ist noch ein bisschen Luft. Und die Luft lassen die raus, das schwöre ich Ihnen. Was könnte man den Eindruck gewinnen, dass alles, aber auch wirklich alles, was in diesem Land in der Politik entschieden wird, nur noch unter einem Aspekt entschieden wird, nämlich die Zielsetzung, die Zerstörung Deutschlands. Die Zerstörung der nationalen Identität. Die Zerstörung des Eigenen. Denn die Identität und das, was Identität ausmacht, Gemeinschaft, Raum, Territorium und Traditionen, das nennt man sozusagen in der Kulturphilosophie das eigene, das Proprium eines Staates, das Proprium einer Gesellschaft. Und das soll zerstört werden. Nicht so sehr, weil man das Fremde so sehr liebt, sondern weil man das eigene so sehr hasst. Das ist schlimm, meine Damen und Herren. Und Ihren Ausdruck findet es bei Demonstrationen. Wir haben es ja da oben vorher auch schon gesehen. Das war natürlich moderat. Ich habe es schon deutlich anders gesehen. Aber solche Plakate, wenn Deutschland verrecke draufsteht, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, we love Volkstod, das sagen unsere rot-grün linksextremen Jungidealisten, ist nett gesagt, gell? Jungidealisten, in so herrlich erfrischend ehrlicher Sprache. Da sagen die, Deutschland verrecke. Was sagt aber unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Kirchentag 2009? Sie sagt, wer die neue Weltordnung haben will, kommt nicht umhin, Teile seiner Souveränität aufzugeben. Meine Damen und Herren, das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Die einen sagen es, weil sie eine anationale, also aufgelöste nationale Gesellschaft, die möglichst die neue Gesellschaft sozialistischer Prägung sein soll, das sagen die Linksextremen. Und unsere Frau Merkel sagt, wer die neue Weltordnung haben will, muss Souveränitätsrechte abgeben, weil sie meint nämlich, sie befürwortet dadurch eine neue, internationalistisch, globalistisch organisierte Gesellschaft. Die Einreihung Deutschlands in ein Gemengelage an Menschen, an Nationen, die gar keine nationalen Identitäten mehr haben, und die Europäische Union ist ein solches Konstrukt zur Zerstörung der nationalen Identitäten, mit Menschen drin, die konsumieren, gleich ähnlich sind überall. Dadurch erhöhen sich die Produktionsmengen für die internationalen Großkonzerne, dadurch erhöhen sich die Profitraten, meine Damen und Herren, wenn es keine Vorlieben mehr gibt. Zum Beispiel in Frankreich ein anderes Essen wie in Deutschland, wie in der Schweiz, wie in Österreich, wie auch immer. Diese beiden Modelle der Linksextremen und der globalistischen Kanzlerin
Angela Merkel, das sind sehr ähnliche Modelle mit ähnlichen Zielsetzungen, nämlich immer einhergehend mit einer Refeudalisierung der oberen wirtschaftlichen und politischen Pseudo-Eliten. Die bestimmen nämlich dann alles. Oben das maßgebende Establishment, bestehend aus den Politadligen, der internationalen Finanzindustrie, der Großkonzerne und dort mit verbunden die After-Organisationen dieses Establishments, die After-Organisationen, die Kirchen, und das sage ich als praktizierender Katholik, die Kirchen, die Gewerkschaften, die NGOs, die Medien und die Unternehmen der Sozialindustrie, die haben sich irgendwie zu einer Beutegemeinschaft zusammengeschlossen und sie wollen das Establishment bilden und unten ist das beherrschte Volk. Diese Bürger sind nicht mehr der Souverän in der Demokratie, sondern sie sind allenfalls noch Systemsklaven, meine Damen und Herren. Unterworfene Bürger, die keine Herrschaftsrechte mehr haben sollen, sondern nur noch Funktionspflichten. Und dagegen muss man aufbegehren. Und dagegen begehrt die Alternative für Deutschland als Sammlungsbewegung gegen diese Entwicklung, gegen diese Prozesse auf. Diese Verwüstungen in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaft sind ausnahmslos Folge einer seit Jahrzehnten währenden linksideologischen Indoktrination in unserer Gesellschaft. Diese Indoktrination hat sich mittlerweile in alle Ritzen als gesellschaftliches Gift in die Hauskonstruktion unserer Gesellschaft hineingefressen. Es ist der Hass auf das eigene und nicht die Liebe zum Fremden. Und merkwürdigerweise, die strukturell meines Dafürhaltens immer noch vorhandene freiheitlich-konservative Mehrheit in unserem Land hat es jahrzehntelang geschehen lassen, zugeschaut und nicht reagiert. Das ist bemerkenswert, meine Damen und Herren. Aber wenn man sich mit politischer Philosophie und Geschichtsphilosophie beschäftigt, dann weiß man auch, so außergewöhnlich ist das nicht. Schon Helmut Kohl hat Anfang der 80er gesagt und davon gesprochen, dass wir dringend eine notwendige geistig-moralische Wende benötigen. Gemacht hat er nichts. Auch Franz Josef Strauß hat 76 schon davon geredet, dass man die roten possierlichen Nagetiere doch besser in ihre unterirdischen Behausungen treiben sollte. Er hat es anders gesagt und ich werde es nicht sagen, weil die Political Correctness Knute damals 76 noch nicht so zuchtvoll sozusagen eingesetzt wurde und omnipräsent war wie heute. Wir lassen es also zu, meine Damen und Herren, dass sich hier in unserem Land das Chaos, die Barbarei und die Dysfunktionalität einer dritten Welt entwickeln wird. Das ist hart ausgedrückt, aber das wird passieren. Nur, weil wir es seit Jahrzehnten nicht schaffen, der links-rot-grün-schwarz-sozialistischen Dekonstruktion unseres Gemeinwesens, man könnte ja auch Versiffung sagen, Herr zu werden. Ich habe Versiffung bei der Kandidaturrede jetzt letztes Wochenende gesagt. Das wurde überall in allen Medien total nominiert. Versiffung unserer Demokratie, hat er gesagt. Was ist das für ein Rechtsaußen? Naja. Machen wir uns nichts vor, meine Damen und Herren. Das Paradoxon der Demokratie besteht darin, dass man mit Hilfe der demokratischen Entscheidungen die Demokratie abschaffen oder schwer schädigen können. Auch 33. Die Machtergreifung war eine demokratische Entscheidung. Das kann hier, weil wir ja immer sagen, wir haben aus unserer Vergangenheit gelernt. Wir haben nicht daraus gelernt, weil wir lassen im Grunde die Verwüstungen und die Dekonstruktion der bürgerlichen Gesellschaft mittlerweile fast ähnlich genauso zu wie seinerzeit in der Weimarer Republik.
Wir Konservativen haben es jahrelang zugelassen, dass seit 40 Jahren, fast 40 Jahren, nur noch dezidiert linke Professoren in sozialwissenschaftlichen Professuren gelangen. Es gibt nur linke Professuren in Sozialwissenschaften. Deshalb sind aus den Sozialwissenschaften als akademische Lehrstühle Geschwätzwissenschaften geworden. Da wird nichts mehr erforscht im eigentlichen Sinne. Wir haben in Deutschland 320 Gender-Lehrstühle. Das muss als allererstes unsere Aufgabe sein, dass wir die Finanzierung dieser Lehrinstitute streichen. Wir brauchen keine Frühsexualisierung, meine Damen und Herren, und wir brauchen keine akademische Begründung, warum die Frühsexualisierung notwendig ist. Bereits Freud, Sigmund Freud, hat in seinem Buch Sexus beschrieben, dass die Schamschwelle eines Kindes, wenn man die verletzt, die Erziehungsfähigkeit des Kindes unmöglich wird. Wenn ich aber in den Kindergärten mit 3 Jahren oder 4 Jahren denen schon genau 500 verschiedene Stellungen inklusive Analverkehr beibringe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn sie ihre Schamschwelle verlieren und die erzieherischen Einflüsse der Eltern immer reduzierter werden. Warum will man denn die erzieherischen Einflüsse der Eltern auf die Kinder reduzieren? Weil sie dann umso leichter eine Beute eben dieser Genderveränderer werden können. Verstehen Sie? Wir haben es zugelassen, dass diese linken sozialistischen Professoren ihre Katheder zu Agitationszentren ihrer kulturmarxistischen Ideologie, die nichts anderes im Sinne hat, als die Abschaffung der christlichen, abendländischen, aufgeklärten Gesellschaft zu ermöglichen. Die Pfarrer haben wir zugelassen, dass sie ihre Kanzeln zum Marktplatz ihrer politischen Vorfeldarbeit für Linksextreme, für linkssozialistische Parteien werden. Die Verkündung der frohen Botschaft ist kein Thema mehr. Wir haben zugelassen, dass sie Richter wurden und zunehmend Opfer zu Tätern umgedeutet werden und Täter zu Opfern gemacht werden. Diese Richter machen Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht. Sie sind Schauspieler geworden, sie sind Regisseure geworden, sie sind Medienleute geworden, egal was, immer mit dem Impetus der Zerstörung einer freiheitlich-demokratischen, bürgerlichen, funktionierenden, gemeinwohl-, gemeinsinnorientierten bürgerlichen Gesellschaft. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben unseres Landes, meine Damen und Herren. Und Schwarz-Rot-Grün sind die Farben derjenigen, die es zerstören werden. Ich bin gleich fertig. Wir sind, meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland. Und wir sind als Alternative für Deutschland die bürgerlich-konservative und freiheitliche Avantgarde, die den durch die Institutionen marschierten 68er und ihren Schülern endgültig die Zügel aus der Hand reißen muss. Wenn wir überhaupt noch etwas von Wert retten wollen, wir müssen die freiheitlich und patriotisch denkenden Konservativen einigen. Das ist schwer. Die Konservativen ist eine merkwürdige Spezies. Einerseits sieht sie sich als wertvollen Bestandteil der Gesellschaft. Das sind sie auch. Der Konservative will nicht auffallen. Der Konservative will so sein wie sein Nachbar. Er ist kein Revoluzer. Er ist auch ein bisschen bequemlichkeitsverblödet. Kurz, er ist nach der klassischen Philosophie ein Bourgeois. Und dieser Bourgeois lässt es zu, dass er am Nasenring
von einer konservativen Position, ohne es wahrzunehmen, immer weiter nach links gezogen wird und dem man ihm immer noch vorhält, es ist eine konservative Position, aber es ist schon längst eine linkssozialistische Position. Und das merkt er nicht. Und das müssen wir ihm verdeutlichen. Und das kann man verdeutlichen, indem man über Beispiele redet. Und das kann man verdeutlichen, indem man ihn auch ertüchtigt, indem man ihm auch ein bisschen zumutet, mal ein bisschen abstraktere Themen, so wie wir das gerade besprechen, aufzunehmen, zu rezipieren und anschließend in politische Tätigkeit umzusetzen. Mit anderen Worten, wir müssen den Bourgeois, der gerne bequem ist, zu einem gemeinwohlinteressierten Citoyen ertüchtigen, dem das Gemeinwohl am Herzen liegt und der sozusagen auch an die nächsten Generationen und deren Lebensbedingungen sozusagen denkt und entsprechend handelt. Und dann sind alle anderen, die wir jetzt seit 10, 20, 30, 40, 50 Jahren ertragen müssen, reif, um in die Wüste geschickt zu werden, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir haben, und das habe ich auch bei der Gründung des Landesverbands Nordrhein-Westfalen gesagt, habe ich tierisch Prügel bezogen, macht aber nichts. Wir haben systemgenetisch eine rechte Partei zu sein. Wir müssen das sein, schon aus Gründen der demokratischen Balance, meine Damen und Herren. Wenn alle anderen Parteien, inklusive der CDU, alle anderen Parteien links sind, und einem sozialistischen Zeitgeist huldigen, dann müssen wir dezidiert eine rechte Partei sein. Natürlich innerhalb des Verfassungsbogens. Und ich glaube, meine Damen und Herren, es gibt keine andere Partei in Deutschland mehr, der die Aufrechterhaltung unseres Grundgesetzes, der die Aufrechterhaltung der demokratischen, freiheitlichen Demokratie, also der Grundordnung, Entschuldigung, so am Herzen liegt wie uns. Wir bezeichnen doch unentwegt die Rechtsbrüche etc. etc. Wir werden den zeitgeistigen linken Kollektivismus und den dogmatischen Egalitarismus der Sozialisten in die Schranken weisen. Denn Recht sein bedeutet, meine Damen und Herren, und das sind Zuschreibungen, die ich bitte wirklich ein bisschen auch zu verinnerlichen. Recht sein bedeutet Eigenverantwortlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Freiheitlichkeit, Selbstbestimmung und Persönlichkeit des Individuums. Alles im Grunde christliche Grundforderungen, die abgeleitet sind aus dem Christentum. Ich mache hier keine Missionsveranstaltung. Mir ist es egal, ob jemand christlich eingestellt ist. Nur er muss anerkennen, dass das die Grundlagen unserer Zivilisation, unserer europäischen Zivilisation sind und nicht das, was momentan droht, Grundlage unserer Gesellschaft zu werden. Recht steht für das eigene, meine Damen und Herren, und gegen das aufgezwungene Fremde. Ja. Links hingegen bedeutet, meine Damen und Herren, Unterordnung unter das Kollektiv, Staatsallmacht, zentralistische Führung, Entmündigung des Einzelnen, Relativierung des Rechts, die Auflösung der Bindung der politischen Macht an das Recht, eine der Grundprinzipien der abendländischen Kultur, die Verwirrung der Gewaltenteilung, Judikative, Exekutive, Legislative, alles ist nicht mehr so richtig zugeordnet, wer hat welche Autoritäten und wer steht über den anderen Autoritäten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme jetzt zum Schluss, das Jahr 2017 wird ein sehr schicksalsträchtiges Jahr, sowohl für unsere Gesellschaft, für Deutschland, als auch für die anderen Länder in Europa und innerhalb der EU. Und ich bin ganz sicher, meine Damen und Herren, wir werden weit erfolgreicher sein, als dass unsere politischen Gegner momentan, vielleicht sogar auch wir selbst, erwarten. Ich bin ganz sicher. Ja, klar. Aber wir müssen auch beispielsweise auch als Lehrer aus dem Sieg von Trump uns vergegenwärtigen.
Wer als eine rechte Partei Wahlen gewinnen will, der muss zuspitzen. Der muss polarisieren. Der darf sich nicht unterwerfen. Er muss das moralisch fragwürdige Establishment glaubwürdig angreifen. Es darf uns nicht um einen Platz am Katzentisch des Leviathans gehen, sondern um dessen Höllensturz, meine Damen und Herren. Ich ende meine Vorträge immer versöhnlich, weil sonst ist es ja ein bisschen böse, ne? Immer versöhnlich, und zwar immer mit einem Zitat meines schwäbischen Landsmanns, der in Tübingen gelebt hat und auch gestorben ist. Ich wohnte daneben dran, Tübingen, Friedrich Hölderlin. Und der hat einen sehr schönen Roman geschrieben, Hyperion. Und da sagt er, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und das Rettende, meine Damen und Herren, sind Freiheit und Patriotismus. Und das ist die Essenz der Alternative für Deutschland. Dankeschön, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank, Martin Renner, für diesen leidenschaftlichen Vortrag mit Tiefgang. Mein Name ist Jürgen Elsässer und ich werde nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Und es geht vor die Hunde, wenn wir die da oben nicht loswerden. Denn was abläuft, ist anhand der Zahlen vom Statistischen Bundesamt zu betrachten. Im Jahr 2015 sind 1 Million Inländer ausgewandert. Vor allem Deutsche, aber auch fleißige Ausländer, die es hier nicht mehr ausgehalten haben. Und 2 Millionen sind reingekommen, vor allem aus islamischen Ländern. Das ist ein Bevölkerungsaustausch, ohne dass das Volk jemals zugestimmt hätte. Und da sage ich, wenn die Regierung das Volk austauschen will, muss das Volk die Regierung austauschen. Und es ist noch nicht alles zu spät. Es gibt auch positive Beispiele. Und der Held des heutigen Tages ist für mich der Bürgermeister der kleinen Stadt Gaggenau. Ein Parteiloser, kein AfD-Mann, ein Parteiloser, der die Eier hatte, dem türkischen Minister zu sagen, hier nicht. Solche Leute brauchen wir. Und unsere Regierung, also unsere in Anführungszeichen, die sagt, sie könne den Auftritt von Erdogan nicht verbieten, weil die gesetzliche Lage und die europäischen Werte und so weiter. Moment mal, die österreichische Regierung hat gesagt, die wollen wir hier nicht haben mit ihrem Wahlkampf. Wieso kann es unsere Regierung nicht haben? Weil sie dem Erdogan in den Erdodarm gekrochen sind. Für mich das Schlimmste an Volksfeindlichkeit bei den Eliten, beim Regime, ich sage Regime, ist der Umgang mit den Toten des eigenen Volkes. Jetzt hatten wir am 19. Dezember den schlimmsten Terroranschlag seit 36 Jahren, seit der Bombe auf dem Oktoberfest. Das haben die weggeschluckt, als ob nichts gewesen wäre. Man muss sich überlegen, da ist ja der polnische LKW-Fahrer, war das erste Opfer. Als der beigesetzt wurde in Polen, da hat der Staatspräsident am Sarg gekniet. Dann war eine Italienerin dabei. Als die beigesetzt wurde in Italien, da war der Staatspräsident dabei und der Innenminister. Ja,
Wo habe ich die Mädel je gesehen, auf einer Beerdigung oder am Krankenbett eines Schwerverletzten, dass sie sich gezeigt hat? Wo? Die bringen es tatsächlich so weit, dass wir, die Öffentlichkeit, das Volk, noch nicht mal die Namen der Toten erfährt. Ja? Als damals die NSU-Opfer, als deren gedacht wurde, da haben wir die Namen gehört, den Lebenslauf, den Traum, den Hintergrund, die Familie, alles. Warum geht man mit den eigenen Toten nicht so würdevoll um wie mit den fremden Toten? Weil man das eigene Volk hasst. Und es setzt sich doch fort. Jetzt hatten wir die 12 Toten auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Okay. Im Laufe der letzten 8 Tage haben wir Kenntnis erlangt von 5 und 6 weiteren Toten aufgrund migrantischer Gewalt. Aber das kommt nicht in den Medien. Es kommt nicht in den Medien. Ich habe gesagt 5 oder 6, weil beim 6. bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist nämlich die Sache in Heidelberg. Der Amokfahrer. Die Polizei sagt, das war ein Deutscher. Komisch nur, dass im gleichen Wochenende eine Amokfahrt auch in London und in San Francisco war. Aber okay. Waren vielleicht auch Deutsche. Was mich einfach skeptisch stimmt, ist die Tatsache, jetzt hatten wir Anfang der Woche ja diesen tatsächlich Deutschen, der die 2 Polizisten totgefahren hat und die Oma ermordet. Das ist natürlich auch ein Schweinehund, der muss natürlich auch im Gefängnis schmoren, bis er schwarz wird, das ist klar. Es gibt ja nicht nur ausländische Verbrecher, es gibt auch inländische, keine Frage. Nur, von dem haben wir sofort alles erfahren. Den Namen, den Vornamen, die Familienverhältnisse, der Beruf, dass er drogensüchtig war, alles. Wieso erfahren wir eigentlich von dem Heidelberger nichts? Wieso erfahren wir, wenn es ein Deutscher war, frage ich doch die Polizei, wie heißt der eigentlich mit Vornamen? Das möchte ich gerne wissen. Und welche Religion hat eigentlich dieser Deutsche? Weil wir wissen ja gerade von dieser Stadt Northeim, dass hier vor kurzem ein IS-Terroranschlag geplant worden ist von einem deutschen Konvertiten. Und dass einer 2, 3 Leute umfährt und dann aus dem Auto rausspringt und gleich das Messer in der Hand hat, kommt mir nicht arg biodeutsch vor. Oder nehmen wir Leipzig, wo am letzten Wochenende bekannt geworden ist, das entwickelt sich so langsam zur Hochburg der Zerstückelungsmörder. Am Wochenende wurde bekannt gegeben, 2 zerstückelte Leichen sind aufgefunden, der Täter ist geständig, ein Mongole. Da ist aber im letzten Sommer, sind auch schon 2 zerstückelt worden und zufällig in dem Baggersee abgelegt worden, wo ich immer schwimmen war. Da war der Mörder ein Tunesier. Also wie kann das sein, dass solche grässlichen Verbrechen, wo eigentlich der Boulevard normalerweise darüber berichten müsste, und zwar überregional, und die auch noch gehäuft auftreten in einer Stadt, dass es bei uns untergeht? Weil sie vielleicht die falsche Nationalität haben von der Täterseite her. Und es wird dann schon beim nächsten Fall wird es schon ganz offen eingestanden. Vor 2 Tagen Cottbus, eine ermordete Rentnerin. Der Täter war ein Flüchtling. Jetzt ist es rausgekommen. Oberbürgermeister sagt, ich mache mir Sorgen um die Reaktion der Bevölkerung. Ja, verflucht nochmal. Natürlich wollen wir, dass die Bevölkerung reagiert und endlich aufwacht und nicht weiter von der Lügenpresse und den Lügenpolitikern gedeckelt wird. Das ist das Gebot der Stunde. Und um den Fall rund zu machen, natürlich noch ein Mord, auch letztes Wochenende, in Rott am Inn in Bayern. Ein älteres, kein Ehepaar, aber Rentner, eine Frau und ein Mann. Mehrfamilienhaus, in der Wohnung drunter ist es sehr laut, da wird eine Party gefeiert.
die älteren Herrschaften wollen ihre Ruhe haben und beschweren sich, kommt der Türke raus und sticht die ab. Die sind tot. Das liest man in keiner überregionalen Presse. Das heißt, es passiert bei allem, was wir an sonstiger Bedrängnis haben, bei den Kosten der Zuwanderung und so weiter, passiert auch ein immer mehr steigender Blutzoll, den wir zu erdulden haben und über den wir nichts erfahren sollen. Und die Kälte der Eliten gegenüber diesen Leiden ist noch schlimmer als ihre politische Komplizenschaft mit dieser Islamisierung. Jetzt haben wir diesen Mann, diesen Schulz, ja? Hier mit der Raute schon abgebildet. Also manche denken ja, woher kommt eigentlich dieser Hype, ja? Dass er jetzt diese super Umfrageergebnisse hat. Und dann ist die Antwort schnell, der Hype ist nur gemacht. Also das ist nur eine Medienmanipulation. Aber ich glaube, es ist gar nicht so. Ich glaube, er hat tatsächlich einen riesigen Vorteil gegenüber der Kanzlerin, die ja keiner mehr sehen kann. Auch die eigenen können sie nicht mehr sehen. Er hat einen riesigen Vorteil gegenüber ihr, denn er ist irgendwie menschlich. Er, das ist ein Typ, der kann schreien, der kann fluchen, der kann breitbeinig laufen, der kann sich Pipi aus den Augen drücken, der hat eine Vergangenheit als Alkoholiker. Das ist irgendwie menschlich, während die Kanzlerin selber ist ja eigentlich ein Politikroboter. Also die Art und Weise, wie die redet, ihre Motorik, ihre Gestik, sie ist auch so menschenscheu und er ist einfach der Kumpel, wo man auch sagen könnte, Mensch, trink doch mal ein paar Pilzken. Aber das Vertragte ist, in bestimmten Situationen ist der Mensch dem Menschen gefährlicher als die Maschine. Und diesen Fall haben wir hier. Wer denkt, der Schulz ist eine Alternative zur Merkel, der kommt nicht vom Regen in die Traufe, sondern vom Regen in die Jauche. Wenn man das an einzelnen Politikfeldern durchmacht, Martin Renner hat das Beispiel schon genannt, mit die Flüchtlinge sind wertvoller als Gold, ja, das ist auch so typisch. Ja. Die Merkel macht diese Politik ja auch, aber sie spult nur ab wie eine Sprechpuppe. Wir schaffen das, wir schaffen das. Das ist so unpersönlich und das kann ja wirklich niemand mehr hören. Aber der Schulz, der kommt dann mit Emotion. Die Flüchtlinge sind wertvoller als Gold. Ja? Oder wenn man an die Türkei-Politik denkt, natürlich, die Merkel macht die Politik des Sultans und hat sich von ihm abhängig gemacht. Aber Schulz will ja noch einen Schritt weitergehen und will die Türkei sogar in die EU holen. Oder wenn wir an die Europolitik denken, die Merkel hat es fertiggebracht für die sogenannte Euro-Rettung, 750 Milliarden Euro ins Feuer zu stellen, als Garantien, falls da mal was kollabiert, und es wird kollabieren. Aber auch da will Schulz noch einen Schritt weitergehen und will noch Euro-Bonds einführen und dafür noch unsere Sparguthaben und nicht nur die staatlichen Rücklagen, auch unsere persönlichen Sparguthaben anzapfen. Oder wenn wir an die Russlandpolitik denken, natürlich, die Merkel war immer der Kettenhund von Obama, der gebellt hat, wenn der Amerikaner was auszusetzen hatte an Russland. Aber auch da setzt der Schulz noch eins drauf, weil jetzt fällt ja der amerikanische Riesenwauwau weg, weil ja Trump vernünftig ist bezüglich Russland. Schulz sagt, jetzt müssen wir selber bellen. Brauchen ein starkes Europa gegen Russland und in einigen Zeitungen wird schon ventiliert, wir brauchen deutsche Atomwaffen. Und da sage ich, das ist der Verrat an der Friedenspolitik, den die Sozialdemokratie früher unter Brand gemacht hat. Das ist schlimme Kriegsrhetorik und wir werden da mit diesem Schulz noch unsere böse Überraschung erleben. Gerade an dem Punkt. Dass die beiden Kandidaten sich nichts schenken, zeigt sich allein schon an dem Umstand, dass sowohl Merkel als auch Schulz die Grünen als Koalitionspartner mit ins Boot holen wollen. Und die Grünen, das sind ja die Schlimmsten. Also kann man sich vorstellen, einen Außenminister Cem Özdemir, der nur die Qualifikation hat, als Muslim unsere Verbindungen zur islamischen Welt zu stärken,
oder ein Familienminister Daniel Cohn-Bendit, dessen Qualifikation darin besteht, dass er in den 70er Jahren in der Frankfurter Kita Kontakt mit Lolitas geknüpft hat, oder einen Anton Hofreiter, der alle Verbrennungsmotoren ab dem Jahre 2030 als Verkehrsminister abschaffen will, oder nehmen wir die bereits erwähnte Katrin Göring-Eckardt, die ja so politisch korrekt ist, dass man sich fragt, warum hat die eigentlich ihren ersten Namensbestandteil noch nicht schon längst abgelegt? Das ist doch voll Nazi! Und diese Göring-Eckardt hat es tatsächlich fertiggebracht, in der ARD, glaube ich, zu sagen, die Dresdner Frauenkirche ist von den Nazis zerstört worden. Und da frage ich mich, wie dumm ist diese Kartoffel? Wie dumm ist diese Kartoffel, das nicht nur zu denken, sondern auch noch vor Millionenpublikum auszusprechen? Und wenn sie mich jetzt deswegen wegen Verleumdung verklagen wird, dann freue ich mich auf den Prozess, denn dieser Showdown mit der etablierten Dummheit, das würde ich mir auch was kosten lassen. Jedenfalls freut man sich angesichts von so viel Geschichtsvergessenheit und Geschichtsverdrehung doch über unseren Björn Höcke. Ich meine, seine Dresdner Rede hätte ich ihm auch von einigem abgeraten. Und er hat es ja jetzt auch selber eingesehen. Nur angesichts dieser dummen Kartoffeln, die uns regieren und unsere Geschichte verdrehen, kann ich auch verstehen, wenn jemand mal der Kragen platzt und er übers Ziel ein bisschen rausschießt. Kann ich verstehen. Und es geht auch auf keine Kuhhaut, wie die Geschichtsverdreher uns einreden wollen, die deutsche Geschichte von 1000 Jahren und mehr bestünde nur aus 12 dunklen Jahren. Die riesigen Leistungen in der Wissenschaft, in der Kultur, über all die Jahrhunderte hinweg, auch die politischen und militärischen Leistungen. Hallo, wer hat denn das Abendland im Mittelalter gegen die Islamisierung verteidigt? Es waren doch deutsche Heere und deutsche Kaiser, und die Habsburger sind auch deutsche Heere und auch deutsche Kaiser gewesen. Und dafür bravo! Der Sobieski, der Sobieski hat uns auch unterstützt. Freilich. Ich will nur sagen, keiner leugnet doch den Holocaust und keiner will den Holocaust verharmlosen. Das hat der Höcke auch nicht gemacht und das mache ich natürlich auch nicht. Aber die Frage muss doch erlaubt sein. Warum sind es eigentlich nur wir Deutschen, die so ein Denkmal im Zentrum unserer Hauptstadt haben? Wo ist denn in Istanbul oder Ankara das Denkmal für die ermordeten Armenier? Und wo ist in Washington oder New York das Denkmal für die ermordeten Indianer? Und wo ist in London das Denkmal für die ermordeten Dresdner? Wir müssen uns unseren Verbrechen in der Vergangenheit stellen. Aber zu sagen, nur die Deutschen haben Verbrechen oder die Deutschen sind die Schlimmsten, das geht auch nicht. Da halte ich mich ganz an die Parole des kommunistischen Klassikers Bertolt Brecht, der geschrieben hat in seiner Kinderhymne: Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Das muss der Maßstab sein. Keine Überheblichkeit, aber auch kein Schuldstolz. Genau.
Und dann hat Herr Höcke gesagt, wir wollen eine Wende in der Geschichtspolitik um 180 Grad. Okay, ich wäre mit 100 Grad zufrieden. Aber manchmal muss man vielleicht 180 Grad verlangen, damit man wenigstens 100 Grad kriegt. Was? Ich bin für Geschichtsbewältigung. Ich bin für eine Aufarbeitung der deutschen Geschichte und der deutschen Verbrechen. Aber an einem sehr, sehr wichtigen Punkt macht genau unsere Bundesregierung das Gegenteil. Was schicken die jetzt deutsche Panzer an die Grenze zu Russland? Wo ist da die Vergangenheitsbewältigung, wenn man auf den Spuren der Wehrmacht wieder Richtung Moskau, Leningrad oder Petrograd oder Stalingrad oder Wolgograd die Panzer rollen lassen will, diesmal im Auftrag angloamerikanischer Ölinteressen? Das ist doch eine Wiederholung der Geschichte und keine Aufarbeitung. Und wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann doch die: Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Und ich finde, danke, ich finde, auch was das Thema Regierungspolitik angeht oder Regierungsbeteiligung der AfD, hat Höcke in Dresden kluge Sachen gesagt, die dann leider nicht mehr diskutiert wurden, weil nur noch über die sogenannte Denkmal der Schande diskutiert wurde. Die AfD hat keine Zukunft als Steigbügelhalter oder Juniorpartner der CDU-CSU. Und wer denkt, wenn im September Schulz nur verhindert werden kann, wenn die AfD die CDU, also Merkel, nochmal ins Amt verhilft. Wer das denkt, der verrät die Seele der Partei. Es kann nicht darum gehen, dass man ein größeres Stück vom Kuchen für sich selber haben will, sondern man will die ganze Bäckerei für das Volk. Das heißt, die AfD kann nur in die Regierung gehen, wenn sie entweder die absolute Mehrheit hat oder wenigstens stärkste Partei ist, sodass sie die Richtlinien der Politik gestalten kann. Wir brauchen ein Umsteuern, ein demokratisches Umsteuern. Es kann nicht das Ziel sein, dass eine Partei für sich arbeitet, sondern eine Partei, die eine Alternative sein will, muss fürs Volk arbeiten. Wir brauchen eine Regierung aus dem Volk, durch das Volk und für das Volk. Und wenn die AfD einen Bundeskanzler stellen sollte, dann müsste die erste Amtshandlung einer solchen AfD-geführten Bundesregierung sein, Volksbegehren und Volksentscheide nach dem Schweizer Vorbild auf allen Ebenen durchzusetzen. Wir brauchen keine Revolution, wir sind keine Revoluzer, sondern wir brauchen die Durchsetzung von Recht und Ordnung und deutscher Verfasstheit, wie es früher war, in der guten alten Bundesrepublik auch noch war. Das heißt, die BRD jetzt ist für mich eine Schrumpfform von Deutschland. BRD heißt, dass eine GEZ-Verweigerung, auch wenn sie Mutter ist,
ins Gefängnis muss, während ein hochverdächtiger Terrorist frei herumläuft und noch nicht mal abgeschoben wird. Diese BRD wollen wir nicht, wir wollen das alte Deutschland zurück. BRD heißt, dass ein Harzer alle möglichen Unterlagen beibringen muss, damit er seine paar Kröten kassieren darf. Und ein Asylant alle Personalpapiere wegschmeißen kann und trotzdem kassiert, und zwar oft doppelt und dreifach. Diese BRD wollen wir nicht. Wir wollen das alte Deutschland. BRD heißt, dass ein Patriot aus Koblenz, der es gewagt hat, Claudia Roth, weil er so fühlt und denkt, als ekelhaft zu bezeichnen, für diese freie Meinungsäußerung muss er 3.000 Euro berappen, während ein Türke aus Hamburg die Deutschen als Köterrasse bezeichnen darf und freigesprochen wurde. Und BRD heißt, dass die AfD um jeden Raum kämpfen muss, nicht nur gegen die linken Gewalttäter, sondern auch gegen die mit ihnen kollaborierenden Verwaltungen und politischen Institutionen, während der AKP von Erdogan alle Räume zur Verfügung gestellt werden. Diese BRD wollen wir nicht, wir wollen das Deutschland zurück. Aber wie wir es drehen und wenden, auch wenn wir jetzt guten Wahlkampf machen, die AfD wird im Herbst nicht die stärkste Partei werden. Wir können über 20% bekommen, aber über 30% wird schwierig. Und jetzt wissen Sie vielleicht, ich bin gar nicht in der AfD. Und auch unsere Zeitung, der Stern hat ja geschrieben, Kompakt ist das Kampforgan der AfD. Sind wir gar nicht. Wir behandeln die AfD nur fair. Das reicht ja schon, dass man als Kampforgan der AfD bezeichnet wird. Und wir sagen auch, wenn uns bei der AfD was nicht passt. Aber obwohl ich nicht in der AfD bin und obwohl ich es auch nicht vorhabe zu werden, rufe ich zur Wahl der AfD auf. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin eigentlich der typische Wechselwähler. Ich habe, als ich das erste Mal wählen konnte, 1980, habe ich die DKP gewählt, die Deutsche Kommunistische Partei. 1983 habe ich die Grünen gewählt. Man kann jetzt diskutieren, was schlimmer war. Alter nach Weise. Dann habe ich 22 Jahre nicht gewählt und 2005 habe ich die Linken gewählt. Als der Lafontaine von der SPD zur Linken übergetreten ist, habe ich gedacht, jetzt kommt mal einer, der sozial und national denkt. Aber es habe ich bald gemerkt, dass Lafontaine eben die nationale Seite längst vergessen hat oder nur als Dekoration pflegt. Dann habe ich 2009 die Piraten gewählt. Und lachen Sie nicht zu früh, weil am Anfang waren die Piraten nicht so wie heute. Am Anfang waren die Piraten eine Mischung, da waren Linke natürlich drin, aber es waren auch Konservative drin, es waren viele so Netzrebellen drin, es waren Libertäre drin, Geldkritiker und so weiter. Und erst nach 1-2 Jahren sind die Libertären sozusagen auf Kurs gebracht worden und von der Antifa im Grunde übernommen worden. Heute ist es eine Antifa-Partei. Ja. So. Und jetzt bin ich bei der AfD, nicht als Mitglied, aber als Unterstützer, weil ich einfach sage, in dieser Situation des Überlebenskampfes braucht das Volk eine Partei, mit der es die Etablierten, die Blockparteien, die Eliten schlagen kann. Die AfD ist für mich der Knüppel, mit dem man die Altparteien Grün und Blau schlägt, damit sie den Weg frei machen für das Volk.
Und deswegen, wer die Partei wählt aufgrund irgendeiner Person, heiße sie Frauke Petri oder heiße sie Björn Höcke, ist meines Erachtens zu personenfixiert. Ja? Die Devise für die Politik muss immer lauten, zuerst das Volk, dann die Partei und dann die Person. Also, langer Rede, kurzer Sinn, die AfD wird hoffentlich im Herbst nach der Bundestagswahl nicht dem Ratschlag folgen, den ich schon von Markus Brezel gehört habe, man solle die CDU-CSU tolerieren, sondern die AfD wird in der Opposition bleiben und das ist auch gut so. Und manche sagen jetzt, ja, was kann man denn in der Opposition erreichen? Von Müntefering kommt ja der Spruch, Opposition ist Quark. Aber das stimmt nicht, liebe Leute. In der Opposition kann man sehr viel erreichen und dafür sind gerade die Grünen ein Beispiel, wenn auch leider von der falschen Seite. Aber die Grünen waren in den 70er und 80er Jahren, waren die bis in die 90er Jahre, waren die immer Opposition. Die hatten 5%, höchstens mal 10%. Aber sie haben es erreicht, den Kernkraftwerkneubau auf Null zu bringen, rein aus der Opposition raus. Ich teile dieses Ziel nicht. Da bin ich ganz bei Herrn Hampel von vorhin. Diese Technikfeindlichkeit teile ich überhaupt nicht. Ich nehme das nur als Beispiel, wie eine oppositionelle Kraft wirksam werden kann. Und wenn die Grünen es geschafft haben, aus der Opposition raus den Atomkraftzubau auf Null zu bringen, können wir es auch schaffen, aus der Opposition raus die Zuwanderung auf Null zu drücken. Aber dann müssen wir das auch vom Vorgehen her so machen wie die Grünen damals. Es geht nicht nur parlamentarisch, sondern die Grünen haben sich in der Atomkraftfrage durchgesetzt, weil sie einen mächtigen außerparlamentarischen Arm hatten. 10.000, 20.000, 100.000 Leute, die sie mobilisieren konnten vor die Atomkraftwerke oder sonst wohin. Und wenn wir das nicht schaffen, wir müssen 10, 20, 100.000 Leute mobilisieren gegen das Regime und gegen die offenen Grenzen, für den Rechtsstaat und für die deutsche Souveränität. Und dann können wir das auch hinkriegen, aus der Opposition raus den Herrschenden in die Speiche zu greifen. Aber dafür brauchen wir die Einheit. Wir brauchen die Einheit innerhalb der AfD, von den Liberalen über die Konservativen, über die Patrioten bis hin zu den identitären Aktivisten. Wir brauchen die Einheit, nicht die Deckungsgleichheit, aber die, dass man sich ein bisschen abspricht, zwischen Partei und Bewegung. Dazu gehört auch Pegida. Und deshalb mein großer Appell, liebe Frauke Petri, hören Sie auf mit dieser Abgrenzeritis und Ausschließeritis. Das bringt nur dem politischen Gegner Vorteile. Das Volk will Einigkeit, Einigkeit, Einigkeit. Und deswegen erinnere ich an die Strophen unserer Hymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand.